Gut, Salam alaikum und hallo. Ich mache heute ein ägyptisches Rezept. Also ich koche heute ägyptisch und zwar gibt es bei uns heute Kuscha. Das ist mit Erbsen. Ich zeige euch das, habe das schon alles vorbereitet. Ich wollte eigentlich kein Video machen, da es in unserer Familie ein Todesfall gibt's aber ich habe mich dafür entschlossen. Deswegen, ich habe hier schon Erbsen. Ich gebe euch das alles in die Infobox rein. Also eine halbe Tüte Erbsen. Ihr könnt aber weniger nehmen, wenn ihr weniger möchtet. Und hier sind Linsen drin. Das habe ich jetzt schon gekocht. Die müssen schon richtig lange kochen. Ich habe hier Tomaten klein gemacht. Also noch nicht alles, aber das wird die Soße. Ich kann euch ja gerne sagen, wer bei uns in der Familie, das ist meine Tante. Sie ist am 8. April verstorben und ist 90 Jahre alt geworden. Ich habe von meiner Mutter das heute erfahren. Sie hat es auch selber erst heute von meiner Cousine erfahren. Ich mache jetzt die Tomaten zerkleinere ich, so wie die anderen auch. Und was ich noch sagen wollte, also ihr braucht aber nur die Hälfte oder weniger von diesen Nudeln. Ich zeige euch das nachher und das sind aber drei jetzt verschiedene Sorten. Ne? Und Spaghetti, davon nehmt ihr die Hälfte. Also wenn es eine gute volle Tüte ist, die Hälfte von denen. Und dann braucht ihr Fadennudeln. Wir haben aber nur so eine bekommen. Das sind diese ganz kleinen. Und das zeige ich euch auch, wie ihr das macht. Was ich euch noch sagen wollte, den Reis, und das braucht ihr erst so kurz vor Schluss, also jetzt hier machen. Weil das dauert ja nicht so lange. Der Reis und die Nudeln, das dauert ja nicht so lange zu kochen. Das Wichtigste ist, was ihr machen müsst, die Linsen und die Erbsen, die müsstet ihr eigentlich eine Nacht vorher einweichen. Das habe ich nicht gemacht, weil ich habe das von woanders gesehen, dass man das nicht macht. Und deswegen dauert das, jetzt habe ich so ungefähr schon 3 Stunden. Die müssen ja weich sein, ne? Die müsst ihr schon lange kochen. Und dann die Tomatensauce müsst ihr auch kochen. Die habe ich jetzt schon drin und da habe ich 7 Knoblauchzehen mit reingemacht. So 7 Zehen. Ne? Das muss auch gekocht werden. Ich habe das jetzt schon vorgemacht, weil wir nicht so viel Töpfe haben. Das ist das Problem. Ihr braucht richtig viel Töpfe dafür. Ja. Da ich ja noch Nudeln machen muss und den Reis machen muss. Das jetzt schon vorbereitet. Das kann ich ja nachher wieder aufwärmen. Das ist ja nicht das Problem. So, und dann mache ich noch die Nudeln dazu. Die kommen auch noch dazu. Die mache ich auch noch dazu. Ja, aber alles zusammen. Das kocht ihr zusammen. Die Nudeln kocht ihr zusammen. Und die Soße müsst ihr, das ist ja die Soße, ne, das kommt ja alles separat, das zeige ich euch nachher. Ja. Das wird ja nicht zusammen gemacht. Die müsst ihr auch würzen. Ich mag nicht so viel Salz, man kann ja auch nachwürzen, das ist ja auch nicht das Problem. Salz ist nicht so meins, ich mag das nicht so gerne. Muss hier auch noch, nach was schmecken.
die Zwiebeln, die müsst ihr auch zum Schluss, weil das dauert ja auch nicht, fast zum Schluss anbraten. Ne? Die müssen in viel Öl angebraten, das zeige ich euch aber auch, in viel Öl angebraten werden, damit die schön knusprig braun werden. Das zeige ich euch aber auch noch. So, jetzt macht ihr die Zwiebeln in heißes Fett. Ups, das war eine Vorführung. Heiß. Ja, ist heiß. Und die lässt ihr jetzt anbraten, solange bis die richtig schön knusprig sind. Also die müssen schön braun sein. Ich habe ungefähr so 6 Zwiebeln genommen. Ihr könnt auch weniger nehmen, ne? Was ich sagen wollte, ihr könnt, am besten ist wirklich Olivenöl. Ihr könnt auch anderes Öl nehmen, wenn ihr kein Olivenöl mögt, aber ich finde Olivenöl am besten. Wie gesagt, die lasst ihr schön dunkel werden, ganz lange braten. Und als Suppe heute mache ich noch Linsensuppe. Aber nicht die deutsche Linsensuppe, sondern die orientalische Linsensuppe. Die macht man gerne in der Türkei oder auch in den anderen, also arabischen Ländern. Also viel mehr, sagen wir mal, auch so in den muslimischen Ländern. Dazu schreibe ich euch auch noch, verlinke ich euch auch noch das Rezept mit rein. Die sind zwar schon fertig, aber ich lasse sie noch ein bisschen kochen. Da habe ich jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das seht, wartet mal. Da habe ich jetzt die Fadennudeln drin. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Und die werden jetzt ein bisschen angebraten und dann kommt der Reis dazu. Also hier sind die Zwiebeln und so, und das, so sieht das aus. Ne? Da sind die Linsen, Nudeln, die Soße und dann da hinten die Erbsen. Dazu kommt dann noch der Reis, das zeige ich euch nachher. So sieht das jetzt aus. Und das Rezept verlinke ich euch dazu. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch geben und meinen Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum. Bye bye.